Es geht darum, abzubauen, und zwar Vorurteile. Seit 10 Jahren bietet das in Wien gegründete Peace Camp christlichen, jüdischen und palästinensischen Jugendlichen gemeinsame Sommerferien. Um das zu ermöglichen, findet im Mai eine Matinee statt, für die bereits geprobt wird. Ein Garten im 23. Bezirk wird ebenso zur Probebühne wie das Souterrain eines Cafés am Karmelitermarkt. Interkulturell wie das völkerverbindende Peace Camp ist auch das Matinee-Programm, das Lena Rothstein zusammengestellt hat. Wichtig war mir, dass die Künstler sowohl aus verschiedenen Religionsrichtungen kommen, aber auch aus verschiedenen Kulturen selbstverständlich. So wird die Sängerin Nasrin Hobby, eine gebürtige Iranerin, mit ihrem Ensemble und ihrem österreichischen Mann auftreten, der Mitglied des Wiener Staatsopernchors ist. Also ich finde den Biskin-Gedanken ehrlich gesagt wunderbar. Es ist sehr schön, einmal zu sehen, dass junge Menschen miteinander doch in Frieden leben können. Und darum finde ich die Initiative also hervorragend. Es geht in erster Linie um die Menschlichkeit. Da fällt mir immer ein persisches Gedicht. Es geht darum, dass wir dazu da sind, dass wir alles verbinden und nicht auseinander trennen. Dieser verbindende Gedanke ermöglicht seit 10 Jahren muslimischen, jüdischen und christlichen Jugendlichen gemeinsame Ferien und Workshops in Israel und Österreich. Initiiert von einer Wiener Psychotherapeutin, die vor allem der Nahostkonflikt bewegt. Ich habe mir gedacht, dass die jungen Leute weniger Vorurteile vielleicht haben, noch nicht so indoktriniert sind, noch nicht so festgefahren in ihren Ideologien, in ihren Zugehörigkeiten. Und so habe ich gedacht, diesen Jugendlichen möchte ich ein bisschen Unterstützung geben, dass sie miteinander in einen Dialog treten können. Dieser Dialog wird auch von Susanne Scholl unterstützt. Sie wird bei der Matinee aus ihrem neuesten Buch lesen. Die Idee, dass man Kindern klar macht, dass die anderen nicht böse sind und nicht schlechter oder besser sind als man selber und dass man miteinander reden muss, um zu verhindern, dass man sich gegenseitig niederschießt oder niederprügelt, ist ja ein sehr wichtiger und sehr guter Gedanke. Dieser Gedanke zieht sich auch durch das Programm, das Duo Anfi und Lukas mit einer beziehungsvollen Textcollage. Da hat eine Lehrerin gesammelt, die Definitionen von verschiedenen Wörtern von Kindern von Migranten, also die nicht Deutsch als Muttersprache hatten. So wollen alle Mitwirkenden ihren persönlichen Beitrag leisten, zugunsten des Projekts, bei dem der Gedanke des friedlichen Zusammenlebens wieder einmal in die Welt hinausgetragen werden soll. Gabi Hasler hat berichtet und die Matinee zugunsten des Peace Camps ist dann am 4. Mai im Ronacher, falls Sie dabei sein wollen. Alle Infos zu Karten und Preisen gibt es beim Wien heute Servicetelefon.